Ich dachte wirklich, das war's jetzt. Oh, Digga, gar nicht geil. Da ich so, ich bekomme keine Luft mehr. Help, help, I'm dying. So ein bisschen so mein Leben vor meinen Augen nochmal so abgespielt. My heart is beating so fast. I think I have a heart attack. Okay, die Story ist echt. Drauf, Digga. Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Eigentlich sollte heute ein ganz anderes Video zu dieser Uhrzeit kommen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich bin erst heute Abend relativ spät live. Bevor ich das gemacht habe, werden 200 andere Leute darauf reagiert haben. Und es ist irgendwie ein Thema, von dem ich nicht ganz loslassen kann. Ihr wisst, Simox und ich sind mittlerweile so. Jetzt hat er aber heute ein neues Video hochgeladen, meine Freunde. Und ihr wisst, ich bin eigentlich kein Reaction-Kanal. Aber irgendwie habe ich da eine Verbindung zu. Ihr wisst schon, wie es meine. Und ich weiß, dass ihr dieses Video sehen wollt von mir. Und zwar schnell. Simox hat ein Video hochgeladen. Das heißt, ich werde sterben. Real Life Story aus Spanien. Meine Freundin und ich wandern aus nach Spanien, leben wir auch jeden Tag bei Lock mit. Wir leben in der Stadt Barcelona. Alright, Digga. Hoffen wir erstmal, dass der Titel bitte ein Clickbait ist. Und dann ist natürlich wieder die Frage, ist ein Clickbait jetzt wieder angebracht oder nicht? Wir schauen mal rein, was Simex uns dazu erzählen hat, meine Freunde. Waren meine Gedanken gestern. Heute gibt es die krankeste Real Life Story, die mir jemals widerfahren ist. Ich werde sterben, waren meine Gedanken gestern. Ja, okay, es fängt schon mal leicht Clickbaity an, aber glaube ich noch im Rahmen eines YouTubers soweit nach zu verstehen. Oh. Er tränkt hier Wettemens, also der Junge hat auf jeden Fall Geld. Krankeste Erlebnis, was ich jemals hatte. Ich dachte wirklich einfach, ich werde sterben. Mhm. Wo fange ich am besten an? Ich werde das Video gar nicht cutten, auch wenn ich mich versprechen sollte, dass es so real wie möglich rüberkommt. Wir haben gestern Abend ganz normal gechillt. Ich war mit Taro, Gassin, Ellie hat währenddessen Hawaii-Toast für uns gemacht. Wie geht's Icy? Und wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken. Kein Problem. Sprich, bisschen Wein, bisschen Pina Colada, was wir im Laden im Angebot gesehen haben. Super. Und ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen. Dann meinte ich zu Ellie, ey, mir geht's nicht gut. Ich habe voll die Bauchschmerzen, Alter, und voll die Schmerzen hier. Weil ich habe ja 2019 am Ende vom Jahr schon mal eine Panikattacke gehabt. Digga, als YouTuber, ich hatte davon 3 Stück. Und da bin ich zum Krankenhaus gelaufen, weil ich dachte, okay, easy, ich lasse es einfach untersuchen. Ich rufe kein Krankenhaus, weil es war sonntags. Und da war es halt einfach so, dass ich schon gemerkt habe, okay, ich bekomme so keine Luft Atemnot. Und habe so richtig Panik geschoben. Genau, genau. Und da war es nicht mal halb so schlimm wie gestern. Okay, ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wer schon mal eine richtige Panikattacke hatte, kann da auf jeden Fall relaten. Wenn man eine Panikattacke hat, hat man wirklich das Gefühl, weil es so neu für den Körper ist, von Ohnmacht, Schwindel, Atemnot, allem drum und dran und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll und weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt zu sterben, aber ungefähr so kann es in Extremfällen tatsächlich sein. Also eine wirklich krasse Panikattacke kann wirklich extrem belastend sein. Und ich hatte noch keine krasse Panikattacke. Deshalb ist jetzt der Titel hier grammatikalisch, ich werde sterben, Real Life Story aus Spanien. Also ich dachte, ich würde sterben, wäre jetzt vielleicht angebrachter gewesen. Aber ich meine, irgendwoher müssen die Views ja auch kommen. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, no front. Gestern, Ellie hatte auch selber so Angst und war mit der Situation so überfordert. Ja, das ist auch krass, wenn man halt nicht beschreiben kann, was abgeht. Auf der anderen Seite denke ich mir halt wieder, ja, ich meine, ich war halt selber schon mal in der Situation, deshalb weiß ich, wie schlimm das ist. Auf der anderen Seite ist, wie viel ist davon überdramatisiert und wie viel nicht. Ist das jetzt einfach wieder nur irgendeine Story, damit man ein Video hat? Ich weiß es nicht, Decker, ich weiß es nicht. Und die meisten von euch merken es auch schon, sie tut mir so gut. Auf jeden Fall, das habe ich auch schon gesagt. Hatte ich dann gestern Abend, nachdem wir ein bisschen Alkohol getrunken haben und so, hatte ich hier wieder komplett kranke Schmerzen. Herzinfarktmäßig. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich wegen dem Auswandern und dem ganzen Umzug so viel Stress hatte. Dann kommt noch das mit YouTube dazu. Dann wieder so viel Hate, weil ich ja dieses Skandal dann hatte und komplett einfach alles in meiner Psyche. Das Ding ist halt, eine Panikattacke ist ja was Psychisches, was sich irgendwann körperlich komplett bemerkbar macht und einen wirklich geisteskrank ficken kann und mitnehmen kann. Das ist schon so. So viel für mich. Ich bin quasi zusammengebrochen. Und dann wurde der Herzschlag. Vor allem, wenn man halt so jung ist. Die Panikattacke immer schlimmer. Ich habe mich immer mehr reingesteigert. Ich dachte, was ist jetzt, wenn ich sterbe und so. Das ist voll, Alter. Ich hatte wirklich einfach nur Angst. Ich hatte Todesschiss. Ich dachte wirklich, das war's jetzt. Und dann sind wir auch noch in einem fremden Land. Ich so zu Ellie, ey, du musst den Krankenwagen rufen. Das wird immer schlimmer. Sie wollte gerade duschen gehen, müsst ihr euch vorstellen. So. Oh, und dann, Digga, gar nicht so, geil. Ey, Schatz, mach jetzt keinen Blödsinn. Mach jetzt keinen Spaß. Hör auf damit. Hör auf, das zu sagen und
so. Dann ich so, ich bekomme keine Luft mehr. Das Ding ist aber auch, ihm wird man halt auch zutrauen, dass er seine Freundin so auf mäßig prankt und so Kamera hinstellt und sagt, ich habe eine Panikattacke. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ruf bitte den Krankenwagen. Dann, sie wusste halt nicht die Nummer hier in Spanien. Natürlich kann man jetzt sagen, ey, schlecht informiert Google. Und so, aber ich dachte mir, okay, 112 wird es schon sein oder 110. Dann habe ich 112 auf den... Bro, also du kannst doch noch schnell googeln. Emergency Hotline. Bin die eingegeben. Dann ist da jemand rangegangen, der nicht so gut Englisch konnte, sondern eher nur Spanisch. Zum Glück konnte Ellie Spanisch, aber die Verbindung war nicht so gut. Dann ich so, help, help, I'm dying. So richtig geisteskrank. Oh nein. Einfach eine Panikattacke. Oh nein, Digga, wie unangenehm. Ich so, help, help, I think I'm dying, I think I have a heart attack und so. Ja, das Ding ist halt, also das ist jetzt halt die Frage. Man kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie schlimm das jetzt wirklich gewesen ist. Ich würde jetzt einfach mal hier den Vertrauensvorschuss mal wieder geben und hoffe, dass ich damit nicht nachträglich enttäuscht werde. Das kann sich tatsächlich bei einer krassen Panikattacke so anfühlen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, braucht es darüber ein ganzes Video, was so geklickbaitet ist? Ah, Digga, gehst du gerade wieder in eine Richtung, die nicht ganz so nice ist? Boah, das ist ein Zwiespalt, Leute. Ihr merkt es vielleicht, auf der anderen Seite ist es ja sein gutes Recht, über seine körperlichen Beschwerden oder seine Psyche zu reden, weil es ist sein YouTube-Kanal. Ey, schreibt mir dazu mal bitte eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Heute Abend im Stream, 18:30, 19 Uhr rum, gehe ich da auf jeden Fall nochmal drauf ein. In dem Moment... Es wurde immer schlimmer. Dann hat der Arzt halt, also der den Krankenwagen zu uns bringen sollte, hat's nicht verstanden. Dann ich, nichts angehabt. Erstmal alles. Hello. Auf die Herzattacke erstmal ein paar Chicken Nuggets. Erstmal alles vollgekotzt in unserem Schlafzimmer. Oh. Das waren locker 6 Liter, gell? Das krass. Waren bestimmt 4-5 Liter. Also Bro, wenn du 6 Liter gekotzt hast, dann hast du es geschafft, mehr zu kotzen, als dein Magen trägt. Weil dein Magen kann, glaube ich, 3,5-4 Liter oder sowas fassen. Also, wenn du wirklich komplett voll gewesen bist und deinen Darminhalt auf mystische Art und Weise damit ausgekotzt hast, seien wir mal realistisch, also ein Liter Kotze ist schon sehr viel Kotze. Ja, weil ich richtig viel Wasser getrunken habe. Dann sagen wir, ich gebe dir 1,5 Liter. Als ich diese Schmerzen hier wieder hatte, weil manchmal halt bekomme ich diese Schmerzen auch so leicht. Ich wollte gerade sagen, und dann trinke ich ein bisschen Wasser und dann wird es besser. An. Aber die Schmerzen sind nicht weggegangen. Ich habe immer mehr getrunken. Und dann habe ich halt diese Panikattacke geschoben. Alles rausgekotzt. Die Hunde komplett verwirrt gewesen. Durch die Kotze gelaufen. Also wirklich, es war oh nein, Digga, was so für ein nasty Abend. Wirklich. Oh shit. An der Stelle natürlich erstmal von meiner Seite gute Besserung und aufrichtiges Beileid, kann man an der Stelle ja sagen, dass es da nicht so gut gelaufen ist, Digga. Das ist eine ganz klare Sache. Da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, Bro. Wie so krank war diese Panikattacke, die ich hatte, da. Ich sehe jetzt schon wieder 200 Kommentare. Hör auf, ihn Bro zu nennen. Komplett überfordert gewesen. Ich kein Oberteil angehabt, einfach meine Jacke gepackt, keine Socken angehabt, zum Glück eine Hose, nicht mal Handy, nicht mal Krankenkarte, nichts mitgenommen. No. So. Und er hat einfach raus auf die Straße gelaufen. Ja. Er hatte nicht mal ein T-Shirt, sondern einfach nur Jacke an. Und mein Herz währenddessen du. Man kann sich das ja sehr schwer vorstellen, wenn man noch nie so eine Panikattacke gehabt hat oder weiß, wie das ungefähr ist. Wie gesagt, ich hatte leichte Panikattacken und die waren schon sehr, sehr bedrückend und unangenehm. Diese Atemnot im Brustkorb und Heulkrampf und alles drum und dran. Das ist meistens mit Stress gekoppelt und liegt halt daran. So wie er das beschreibt, scheint das eine sehr starke Panikattacke gewesen zu sein, wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Das sagen wir, Bro, ne? Z-Max, du weißt, ich sag das jetzt einfach mal so. Ich denke aber nicht, dass du hier gelogen hast. Dann ist das schon eine ziemlich ekelhafte Sache. Da kann man schon wirklich Lebensangst haben. Ellie noch meine Krankenkarte und alles gepackt, weil, wie gesagt, hier musst du halt versichert sein und du kannst nicht einfach so ins Krankenhaus. In Deutschland ansonsten muss man musst du zahlen. Das ist in Deutschland auch so. Und dann war es halt so, dass ich einfach Richtung Krankenhaus gelaufen bin, weil ich habe ja schon erzählt, wo ich mit Taro Gassi war, habe ich ein Krankenhaus gesehen und dann ist mir eine Frau mit Roller entgegengefahren, ich mit offener Jacke, kein T-Shirt drunter, Schuhe an, ohne Socken, deutsche Hollywood-Hose, irgendeine komische Schlafhose, so komplett gerannt, ist ich so, help, help, I need a hospital, komplett fast am Zusammenbrechen. What die Frau, ja moin, sie fährt einfach mit ihrem E-Scooter weiter, so hat sie gar nicht gejuckt, wenn ich... Was sollte die denn auch machen mit dem E-Scooter? In einem fremden Land, das hat echt eine beschissene Situation. Von uns weg ist bei uns, das ist so geil. Bei uns ist alles in der Nähe, also wirklich richtig, richtig geil. Und ich immer mehr Panik geschoben. Digga, die Dramakurve, so Leute. Und so geht sie. Mich so von ihr quasi fast schon verabschiedet. Wisst ihr, wie ich meine? Und da hat sich so ein bisschen so mein Leben vor meinen Augen nochmal so abgespielt. Ich habe so an die wichtigsten Momente gedacht, weil ich wirklich dachte, das war's jetzt. Okay, wenn ich glaube, also ich weiß, das Leben
eben vor den Augen abgespielt, ist so eine Floskel, die man oft benutzt. Ist halt die Frage, wenn der Film wirklich abläuft, dann ist man laut Pathologie, glaube ich, schon mal gestorben. Das ist tatsächlich wohl ein Ding. Da müsste man reanimiert werden. Ob das jetzt passiert ist, weiß ich nicht, aber kann auch eine Nahtoderfahrung gewesen sein. Das ist halt das Schwierige bei so einer Panikattacke. Es ist sehr schwer zu bewerten, wie die Person sich wirklich gefühlt hat. Und wenn die Erzählung der Person so ist, dann ist es falsch zu sagen, nee, Digga, das glaube ich dir nicht so, weißt du, da ist es, das ist das Mindeste, ein bisschen Mitgefühl zu zeigen und auch bei einem Simex tatsächlich da mal zu sagen, ja, Digga, tut mir leid. Und dann auf einmal hauen die raus. Was haben die genau gesagt? Ich verstehe ja keinen Spaß. Das war eine Therapieeinrichtung, also für was Therapeutisches und kein Krankenhaus. Wie viel der ganze Spaß gekostet hat, weil ich ja noch nicht hier in Spanien versichert bin, sage ich euch gleich, weil das wollten wir diese Woche erledigen. No front, aber ich glaube, mit einer Panikattacke und Stresssymptomen in der Psychiatrie zu rennen, ist ja tendenziell gar nicht so verkehrt an sich, oder? Und ich sag so zu denen, ich brauche einen Krankenwagen. Die so, ja, paar Minuten Fußweg, da ist das Krankenhaus. Ich bin fast durchgedreht. Ich dachte mir so, ist es euch egal, wenn ich jetzt... Wenn ja psychiatrisches Personal an der Stelle aber trotzdem bewerten kann, dass du dann doch noch lebensfähig bist und sagen, geh in die Richtung. Ich meine, das sind ja Experten. Es ist sehr schwierig, wir waren nicht dabei, Chat. Die so, ja, you need to go there and there. Dann, ich so zu Ellie, ruf bitte ein Taxi. Oder halt dein Auto an, die sollen uns ins Krankenhaus fahren. Keiner ist stehen geblieben, Taxi ist nicht mal stehen geblieben. Na. Wir waren komplett überfordert. Dann sind Leute gekommen und haben uns erklärt, wo ungefähr das Krankenhaus ist. Ich immer mehr Herzschlag gehabt, dachte ich kipp zusammen. Ellie gefühlt einen Heiratsantrag gemacht, weil ich dachte, okay, das ist es jetzt. Krass, also man merkt schon, dass es ihm nahe geht tatsächlich. Ich will davor noch sagen können, dass Ellie meine Frau war, aber es ist auch eine andere Story. So, darauf will ich jetzt nicht ganz eingehen. Und dann war es halt so, dass wir endlich beim Krankenhaus angekommen sind. Und jetzt kommt es ist zwar eigentlich nicht so lustig, aber ich muss es euch einfach erzählen. Und Ellie und ich müssen jetzt im Nachhinein auch darüber lachen. Wir sind ins Krankenhaus reingekommen, waren an der Rezeption. Dann die so erstmal, du hast keine Maske an. Also zieh deine Maske an. Dachte mir so, ja moin, ich bekomme hier wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Na gut, das weiß der Mann ja an der Stelle nicht, ne? Und die sagen also, zu mir, zieh deine Maske an. Das wissen dann die ja nicht. Dann ich so, my heart is beating so fast. I think I have a heart attack. Hast du dich auf den Boden gesetzt? Ich habe mich auf den Boden gesetzt, weil ich gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen bin. Hab rumgeschrien, help, help, help. Digga, der nimmt einfach Barcelona auseinander. Weil der Typ an der Rezeption, also, where is your Versicherungskarte? Ich wollte schon sagen, Junge, ich bin hier frisch hergezogen. Wir müssen das alles noch diese Woche erledigen und so. Weißt du, wie viel Stress wir die letzten Wochen hatten? Besorg mir einen Arzt, Mann, ich zahle das in bar. So, bitte, bitte, rette mich einfach. Und dann sind die Krankenschwestern aus den Zimmern gekommen, weil ich so laut help geschrien habe. Ansonsten, ich glaube, ich hätte wirklich noch einen Herzinfarkt bekommen, weil das so viel war. Und mein Herz die ganze Zeit, du. Oh, so, no. Mein Puls war, glaube ich, auf 180 deutsche Krimi oder so. Hier, wirklich. Also, richtig. Ich fiel fast auf 200 schon. Dann so, die kommen und die so, what is going on und bla bla bla. Dann die so, ja, was ist genau passiert? Habt ihr irgendetwas getrunken? Irgendwelche Substanz zu euch genommen? Ich so, ja, ich habe nur ein bisschen getrunken, ein bisschen Wein und so, aber ich hatte schon mal eine Panikattacke und das alles auf Englisch so. Es war halt ein bisschen schwer zu erklären. Aber dann haben die mich an das Gerät angeschlossen. EKG halt, ne? Alles abgemessen und die meinten, bis auf meinen Herzschlag, der so schnell ist, ist eigentlich alles gut und ich habe nur eine Panikattacke und das ist kein Herzinfarkt. Das war so schlimm. Also wirklich, ich würde niemals darüber eine Story machen, niemals ins Krankenhaus gehen, wenn es nur halb so schlimm wäre. Stimmt, der Fakt, dass er im Krankenhaus war, spricht halt schon für sich. Haben die mir die Gewissheit gegeben. Es war zwar immer noch so schlimm, die Gewissheit ist halt dann sehr beruhigend, glaube ich. Ich konnte mich damit immer beruhigen. Dann waren wir zu Hause. Ich habe locker 1,5 Stunden geduscht. Ich musste meine ganze Kotze wegmachen. Oh nein. Es war so hart. Also wirklich. Aber es ist ja gut, dass es ihm jetzt besser geht, ne? Tag in meinem Leben. Ja, nachvollziehbar, weil sowas kann richtig krass. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, was ich eigentlich mit Ellie und dem Ganzen hier hab. So geisteskrank. Also, das ist sweet. Okay, gut, ich will jetzt noch wissen, was es gekostet hat. Was soll ich euch sonst noch sagen? Hier ein Beleg nochmal, 280 Euro musste ich für diese. Ja, das kommt von der Zeit hin, vom Datum her kommt's hin. Klinikal, okay, die Story ist echt. Er hat sie damit bewiesen, die Story ist echt. Also wenn sie wirklich gegangen ist, meine Freunde, dann auf jeden Fall an der Stelle gute Besserung. Hoffentlich passiert sowas nicht nochmal. Will man ja nicht, wenn man gerade ins Ausland gezogen ist, ne? Neues Leben und so. Und schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Wir reden heute Abend im Stream drüber. Und ich würde sagen, dann bin ich an der Stelle raus. Gute Besserung, Dicky. Haut rein. Ciao, ciao.